Super. Nehmen wir das Bett wieder mit. Zack. Und heften wir hier mal ein Schildchen ran. Vielleicht nicht daran. Ist vielleicht etwas unpraktisch. Hier. Baumaterial. Werft aber. Oder Aquatiker. Werft aber. So. Machen wir immer noch so den daran. Zack. Ja, haben wir alles, was wir brauchen. Ein bisschen Geld haben wir und ein bisschen sowas und super und alles schick und da können wir das ja jetzt noch mit reinpacken. Und das machen wir so. Und jetzt würde ich meinen, jetzt machen wir uns wieder auf den Weg. Hier ist ein Bett. Okay, hier ist ein Bett. Ich lasse das mal so dort stehen. Ich hoffe, das stört doch nicht, aber ich glaube wenige. Und jetzt machen wir uns auf an den Falkenstein. Es ist wie eine kleine Servertour eigentlich, oder? So, was ist so entstanden in der Umgebung? Schauen wir mal. Hier ist so eine kleine Palette. Das ist eine ziemlich kleine Palette. Bei uns sind die etwas größer, die Paletten. Was steht hier? Landungsbrücken, bunter Hafen, Bundesgrab. So. Guten Tag. Du verkaufst für 10 Smaragde ein Eisenschwert mit Gliederfüßer 1. Okay. Horst der Kabeljau. Und du wachst über den Kabeljau. Brave Katze, brave Katze. Panda-Gehege. Auffangstation. Und hier geht's nicht weiter. Hallo? Bau mal den Zaun eins höher, sonst kommen die Dorfbewohner. Achso, ja, hier. Können die drüber springen. Und dann guck dir den Panther an. Hallöchen, ich hab grad keinen Bambus mit. Aber ich kann dir welchen runterwerfen hier. Da. Zack. Da kommt ein Panda. Seien Sie jetzt live dabei, wenn ein Panda etwas isst. Ja, er isst. Hallöchen. Ja, fein, fressi. So. Genug des Ganzen. Wir laufen mal weiter. Ich weiß den Weg ungefähr. Ungefähr. Aber wir sind, glaube ich, falsch. Oder? Nee, wir sind nicht falsch. Ist schon in die richtige Richtung. Ist schon die richtige Richtung. Wir müssen jetzt hier hinter und dann rechts abbiegen, dann wieder rechts. Bei der lieben Villa, nämlich vom Logan, da müssen wir dran vorbei. Das ist nämlich hier. Laufen wir jetzt unten drunter durch. Und dann kommt die wunderschöne Villa vom lieben Marcini. Ne, hier kommt erstmal die Villa vom lieben Elysion. Und danach kommt die Villa vom lieben Marcini. Das ist diese da. Die ich finde, wie ich finde, immer noch ziemlich cool ausschaut mit Unterstellung, Überfall. Was ist passiert? Vielen Dank für dein Abonnement, lieber Elysion. Da ist er doch auch. Einen wunderschönen guten Morgen, den wünsche ich dir ebenso. Den wünsche ich dir ebenso, lieber Elysion. So, jetzt müssen wir hier abbiegen. Jetzt sind wir nämlich bei Nord am Ei. Nicht bei, sondern am Nord am Ei.
Und jetzt müssen wir hier die Kurve. Kurve. Hier ist der Wellenbrecher. Guck mal. Ja. Der Wellenbrecher. Oder? Keine Ahnung. Habe ich vorher noch nie gesehen, dass da so eine Erdpassage rauskommt. Danke für dein Follow. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht lesen können. Warum wird mir das nicht im Event-Log angezeigt? Ah, die Technik. Wer auch immer gerade gefolgt hat, vielen, vielen Dank dafür. Kannst du nochmal im Chat schreiben. So, wir müssen jetzt was essen. Es ist essentiell, etwas zu essen. Ist auch gerade Mittagszeit. Legen wir wieder das aus der Hand und wir schauen weiter. Hallo Elysion. Bei Streamlabs, ja, da stand das eigentlich auch immer, aber es wurde mir nicht angezeigt. Selbst dein Abonnement wurde nicht unten aufgelistet. Da muss ich in den Chat schauen. Wolfswacht, Hexenwacht, Drachenwacht. Ich wollte aber zum Falken steuern. Da sehe ich schon die Mauern. Bin ich da hier falsch? Ich will nur mal auf meine Übersichtskarte gucken. Uff, wir sind ja ganz falsch. Wir müssen jetzt hier nach Wolfsbach. Wir müssen ja ans andere Ende von Hunsgrab. Aber ich möchte jetzt nicht nochmal nach Hunsgrab, da laufen wir mal hier so rum. Uftata. Uftata, was ist hier? Hier entsteht eine Wegestation, Delfino und Keil. Super. Ich muss kurz nochmal mal was laden hier. Ah, ich habe vergessen zu synchronisieren. Über die Hexenwacht geht es schneller. So ist es. So ist es. Ich bin falsch gelaufen. Mein Instinkt hat mich falsch geleitet. Aber so sehen wir auch mal was von Wolfsbach. Die äußere Mauer Wolfsbachs. Und da ist auch was ziemlich Interessantes. Aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwas spoilern. Schaut nämlich noch nicht fertig aus. Aus Endsteine der Liebe gebaut. Schaut euch das an. Guten Morgen, Masi. Guck mal, da ist das Observatorium, was damals eine weite Reise gemacht hat, bis es hier in Wolfsbach gelandet ist. Und da ist ein sehr alte Anlage unter den Sanddünen. Ich glaube, die Kakteenfarm, die schon ziemlich, ziemlich alt ist. Und hier werden Kürbisse angepflanzt. Und jetzt geht es hier rein durch die Mauer, die sehr gut beleuchtet ist. Hallöchen, Wolfsbach. Da ist auch die Wolfskralle, das Schiff, was uns unter anderem zum Logan, zur lieben Darkseid und hier auch zum lieben Kyle Kasseldorf führt. Ist der Weg jetzt zu Ende? Nee, der knickt ab. Lalala.
So, müssen wir jetzt ja abbiegen? Ich denke doch nicht, oder? Doch, es wäre angebracht, wenn wir hier abbiegen. Hier fehlt ein Schild. Die Richtung geht zur Hexenwacht. Achtung, Achtung! Hallo Snowen. Schön, dass du da bist. Ein schönes Stück Land, was hier ist. Wir sind ja gerade noch innerhalb der Mauer, so wie ich das auch auf der Karte sehe. Und jetzt sind wir wieder außerhalb der Mauern. Gehen Flotter im Hexenmacht uns Grab. Super. Aber jetzt auch ziemlich kalt. Boah. Und hier ist eine Zwischenstation. Was steht hier? Gehen Wolfsbach. Ja, das ist ziemlich selten. Wechselstation. Wir gehen hier mal residieren. Kann man hier residieren? Zum Hexenwolf. Herberge und Wechselstation. Herberge klingt gut. Hallo, kann ich hier schlafen? Guten Tag. Zum Schlafsaal. Das ist gut. Ja. Zum Schlafsaal. Ist der oben, unten? Oben, unten. Schlafsaal, oben. Hallöchen. Hier, Schwert rein und schlafen. Oh, du liegst auch. Sehr gut. Und das Schwert wieder rausnehmen. Nicht, dass wir uns aus Versehen in das Bein stechen in der Nacht. Der Masini ist auch mit auf dem wunderbaren, in der wunderbaren Welt Server. Sehr schön. Haben wir das auch gleich mit hier auf den Weg genommen? Was gibt's hier? Thekenbereich, nur für Personal. Und hier unten ist dann Küche. Okay, die Küche. Ja, feini, feini. Wo geht's hier raus? Da. So. Wechselstation, ne? Ist gerade kein Pferdchen da. Zöt. Ja, so ist das. Jetzt kommen wir in einen sehr schroffen Übergang hier von kalt zu tropisch. Ein Ausläufer, aber wir machen hier einen Knick. Auch einen Knick und da ist eine kleine Wasserlagune, ein kleiner Teich. Hier geht es nach unten und wieder nach oben. Sehr schön. Und das ist bestimmt Fjordheim. Hier ist ein Huhn. Hier geht es nicht weiter. Ich habe hier gerade was funkeln sehen. Ach, das war eine Fackel. Alles klärchen, eine Fackel. Wolfsbach, Hexenmacht. Schaut auch nicht schlecht aus, dieser Shop. Schaut euch das an. Gleich mal hier ein paar Bildchen gemacht.
Hier wachsen wirklich sehr viele Bäume. Sehr viele Arten von Bäumen. Das ist sehr bewaldetes Gebiet hier auch. Und die Hexe macht herum, wird ja ziemlich viel Holz auch gebraucht. Ich habe auch gehört, dass die Rennstrecke in der Hexennacht optimiert worden ist. Das habe ich in irgendeiner Zeitung gelesen. Und da ist ein rotes Schaf. Ein seltener Anblick. Ein sehr seltener Anblick. Das ist eine Burg. Eine Burg. Und den Kamin, der war ja mal in Brand. Das habe ich auch in der Zeitung gelesen. Der war ein Kaminbrand. Den hat Zeron gelöscht, wo er hier vorbeigekommen ist. Also für Babydorfbewohner ist das hier nicht gesichert. Lieber Zordon. Hier ist ganz schön viel Gerüstbau. Ganz schön viel entstanden. Hier macht es auch ganz viel Glöck, um die sich hier gegenseitig Brote zu werfen. Ja, hallo. Aha. Hui. Wenn du dort bist, kannst du auch mal nach meiner Bäckerei schauen. Das kann ich gern tun. Die müsste ja irgendwo hier sein, wenn du das sagst, oder? Oder? Das schaut mir aus nach einer kleinen Kirche. Ja. Ziemlich eng und verwinkelt. Das finde ich super. Hier ist das Tor offen. Das lassen wir auch offen. Da ist eine Miezekatze. Hier ist ein Markt. Und am Markt gibt es auch eine Bäckerei. Kartenzeichner. Das ist keine Bäckerei. Hier ist kein Schild. Nee, ist kein Schild. Müssen wir mal reingehen. Ja, das schaut auch nicht wie eine Bäckerei aus. Lalala. Das ist eine Apotheke. Es wird wärmer. Schön. Es wird wärmer. Das rote Gebäude hier. Schauen wir mal, was das ist. Hat einen Vorraum. Hat einen Hinterraum. Aber hat nicht den Anschein einer Bäckerei. Obwohl hier ein Brotbäcker. Nee, sind auch Schweine. Es sei denn, du verkaufst hier kalt. Okay. Hier kommen wir auf die Stege. Was ist das hier? Wollweberei. Auch nicht schlecht. Elise und Spackwaren. Das klingt doch sehr verlockend. Das klingt sehr verlockend. Und hier gibt es Kürbiskuchen, cremig-nussig im Geschmack. Showcase schokoladige Schokokekse. Dann gibt es hier ofenfrisches Bauernbrot mit natürlichem Sauerteig. Sehr schön. Und hier unten Erdbeertorte, luftig, leicht und fruchtig. Oh, die ist alle. Die ist alle. Aber hier? Nee, da ist noch ein bisschen was drin. Ah, hier sind die ganzen Dände. Ich habe mal die Truhe daneben geschaut. Es sind da ganz viele da drinnen. Ganz viele drin. Guten Tag. Hier liegen die Brote. Hier ist das Weizen, Zucker, Kakao, Kürbis. Liegt, die Torte ist sehr beliebt. Ja. Glaube ich. Glaube ich. Ist sogar noch ein Brot drinnen. Überall noch ein Brot drin. Frisches Brot und frische Kuchen. Seit wenn wir den Kuchen noch mal im Ofen? Wahrscheinlich um noch mal etwas Knusprigkeit in die Hülle zu bringen. Hülle und Fülle.
Wird auch der Kakao gleich daneben angebaut? Schön. Die sind Hühner. Die finden es super, dass ich Samen in der Hand habe. Ihr streitet euch drum. Hier, da. Macht Hahnenkämpfe? Nein, macht keine Hahnenkämpfe. Das ist illegal. Obwohl bei den Barbaren. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Was war jetzt eigentlich der. Oh, Schelm. Der ursprüngliche Plan. Ich wollte. Hier hoch. Bin schon wieder zu weit gelaufen, oder? Genau, wir müssen durch Fjordheim hindurch. Bin zu weit gelaufen. Nein. Nun gut. Aber so haben wir mal hier Hexenwacht noch ein bisschen erkundet. Und ich finde, es schaut cool aus. Muss man sagen. Wunderbar, ich kannte jetzt bisher, das ist auch neu hier, oder? Ich kannte bisher nur die Brauerei, die befindet sich ja hier. Bestes Zwergenbräu. So, jetzt muss man aufpassen, nicht, dass wir hier einen mitnehmen. Und da werden wir mal ganz schnell in die andere Richtung wieder laufen. Mensch, es ist ein aufregender Weg. Eine hübsche Flora, muss ich sagen. Das rote Schaf, das wacht über die Lande. Lalala. So, jetzt wird es langsam dunkel. Dunkel, dunkel. Mal gucken, ob wir noch bis Fjordheim kommen. Uns dort irgendwo hinlegen können. Ich weiß nicht, ob Fjordheim ein Schlafhaus hat oder irgendwie sowas. Uns ist nämlich auch ziemlich kalt und wir haben Hunger. Ich laufe jetzt einfach mal hier geradeaus in dieses Gebäude rein. Ich weiß nicht, was das für ein Gebäude ist. Hallo? Guten Tag. Ich lege mich jetzt einfach mal hier schlafen. Oh, es wird immer enger. Lass mich hier raus. Schlafen wir eben unter freiem Himmel.